Wundervolle Weihnachtszeit hier bei Gentle Voice ASMR. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Unboxing des ENA Bio Adventskalenders, des Leckereien-Adventskalenders. Das ist der zweite Teil. Letzten Mittwoch hatten wir ja die ersten 8 Türchen. Heute öffnen wir dann Türchen 9 bis einschließlich 16. Ich bin gespannt. Ich werde die 8 Päckchen jetzt mal eben rausholen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Hier ist übrigens noch die Folie. Die um den Adventskalender war. Ihr mochtet so das Knistern. Los geht's mit Box Nummer 9. Das wäre jetzt so eine längliche Box. Sieht so aus. Sieht im Display viel roter aus, als wie sie wirklich ist. Beerenmix in dreierlei Schokoladen. Ich schneide mal die Packung auf. Wo ist meine Schere? Ich probiere mal eine, die größte. Ein bisschen crunchy, ne? Da haben wir Zartbitterschokolade, Vollmilchschokolade und weiße Schokolade. Ganz kleine. Yummy, yummy. Sehr lecker. Kommen wir zu Türchen Nummer 10. Groß. Ich bin gespannt. Was steht denn da drauf? Denn man sagt, Weihnachten werden Wünsche wahr. Aber schauen wir mal, ne? Und es wackelt ein bisschen. Surprise, surprise.
Zeig dir das mal hin. Bio-Ingwer-Shot. Das kann man sehr schlecht lesen. Ganz kleine weiße Schrift auf schwarzem Untergrund. Ist auf jeden Fall Zitronensaft mit drin. Orangensaft. Ja, so sieht's aus. Glasfläschchen. Oh, das mag ich jetzt aber nicht probieren. Bitte. Das wäre mir jetzt zu extrem vom Geschmack. Riecht sehr lecker, aber auch intensiv. Das war Türchen Nummer 10. So, wo haben wir denn die 11? Die 11 ist hier und sieht so aus. Je weihnachtlicher, desto mehr Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da ist wieder eine große Kugel drin. Eine große Schokokugel, Nuss-Nougat. Glutenfrei oder glutenfrei. Das andere vom letzten Mal, es war dunkel. Das ist jetzt hell. Ein bisschen rausdrücken. Quietsch, quietsch. Das sieht sehr lecker aus. Ganz schön, ja, mächtig, ne? Durch die Nuss-Nougat-Creme. Oh, wow, lecker.
ganz schön gekrümmelt. So, dann kommt die 12 und die 12. Die Box ist auch wieder groß. Halbzeit, nur noch 12 Tage bis zur Bescherung. Bescherung, auch nicht schlecht. Bis zur Bescherung. Bis zur Bescherung. Mhm. Ein Kranzstütchen. Das Crunchy-Tütchen, was wir letzte Woche drin hatten, das war sehr, sehr lecker. Schöne Grüße von Micha, meinem Freund, der hat die andere Hälfte bekommen. Fand das auch ganz, ganz toll, ganz lecker. Das ist drin. Bio Winter Crunchy Apfelzimt. 75 Gramm sind drin. Winter Crunchy. Knuspermüsli, Apfelzimt, Hefevollkornprodukte, Rohrzucker, Reissirup, Apfelmehl, Rice Krispies, Meersalz, ein bisschen Zimt, Zitronenschale, Meersalz, habe ich schon gesagt. Mandeln, Nüsse, Sesam, Soja, Milch, Ei und Sellerie enthalten. Aber vegan steht drauf. Okay, das probiere ich nicht. Weiter zu Türchen Nummer 13. Oder besser gesagt Box. Na, Box Nummer 13. Leise rieselt der Schnee. Nee, der Puderzucker. Hier steht. Leise rieselt der Puderzucker. Bin gespannt. Drin ein Marzipan-Nougat-Happen. Zusätzliche Geräusche mit einfügen. Schnipp, schnipp, schnapp. So sieht das kleine Leckerchen aus. Der kleine Happen. Marzipan oder von Marzipan kann man auch nicht so viel essen. Sehr lecker, aber sehr süß. Ne? Das in den frühen Morgenstunden. Tolles Frühstück. Ne? So kann der Tag gut beginnen. Lecker. Schwupps, weg war der leckere.
da rein habe. So, Türchen Nummer 14, ne? 14. Ein bisschen aufrollen, damit das auch alles passt. Ne? So. Nummer 14. Das ist was Schweres drin. Für Schleckermäulchen. Okay. Ein kleines Glas Waldhonig. Das finde ich auch richtig toll. Hm? Ein würziger Waldhonig. Dann mache ich das Gläschen jetzt mal nicht auf. Oder doch, komm. Egal. Honig ist bei uns eigentlich auch immer schnell weg. Riech mal. Honig. Leckerer Honig. Ah, toll. Oh, tolle Let's Sounds. Das Glas hört man nicht so gut raus, weil es so klein ist. Ja, kommen wir weiter zu Türchen Nummer 15. Das ist eine schmale Box. Steht auch irgendwas drauf. Ist die Freude am schönen... Nee, Vorfreude. Ist die schönste Freude. Kleines Tütchen. Und haben wir noch was? Und zwar haben wir hier so. Was haben wir denn hier überhaupt? Hinabio-Tannenbäumchen. Ach, so ein Rezept. Rezept. Das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, weil die Ringleuchte so blendet. Sehr schön. Und in dem kleinen Tütchen haben wir, das eigentlich so rotbraun ist, wahrscheinlich jetzt ganz grell rot. Was sage ich? Aussieht. Kürbiskerne in Zartbitterschokolade. Mm, ich liebe ja auch Kürbiskerne. Besonders angeröstet im Salat. Sehen ein bisschen aus wie Kaffeebohnen. Oh, lecker. Oh, lecker, lecker.
du dir eigentlich auch was zu naschen mitgebracht? Oder bist du zwischendurch in die Küche gerannt und hast dir auch was geholt? Sehr lecker. Yummy. Ganz schön so schön. Richtige Seelennahrung, das kann man wirklich so sagen. Ja, meine Lieben, kommen wir zum letzten Türchen für heute. Türchen Nummer 16. Was steht denn hier drauf? Wenn wir einmal groß sind, werden wir ein Weihnachtsbaum. Und hier steht drauf, also das hätte ich vielleicht zuerst vorlesen sollen, 10 kleine Tannenbäume wuchsen auf mit einem Traum. Wenn wir einmal groß sind, werden wir ein Weihnachtsbaum. 10 kleine Tannenbäume wuchsen auf mit einem Traum. Wenn wir einmal groß sind, werden wir ein Weihnachtsbaum. Knackerriegel. Das gibt tolle crunchy Sounds, ne? So. Nussknackerriegel mit, mein Gott, noch kleiner, Erdnüssen, Mandeln und Zimt. Die sehen immer so unglaublich lecker aus. Ich mag ja Nüsse sowieso sehr, sehr gerne. Oder darf man immer nur, was heißt darf, sollte man nur wenig von essen. Sind sehr gesund, aber auch sehr kalorienreich. Ne? Sehr gute Fette. In dem Fall auch Zucker. Ne? Sieht ja nicht toll aus. Ich kann stundenlang so in die Kamera halten. Das sieht so toll aus. Nussig.
Sehr, sehr lecker. Aber da ist jetzt nicht alles auf, ne? So, die leeren Boxen, die sortiere ich gleich wieder in den Adventskalender, damit wir für nächste Woche Mittwoch wieder einen optisch vollen Adventskalender haben, ne? Ja, meine Lieben, das war's vom zweiten Teil des Leckereien-Adventskalender-Unboxings von Ena Bio. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen Hunger gekriegt, konntet euch schön entspannen. Und ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, ein Abo zur Unterstützung meines Kanals für mich. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.